Ich möchte in diesem Video über das Verhältnis von Commons in der gegenwärtigen Corona-Krise sprechen. Genau, der Hintergrund oder die Intention dahinter ist, dass ich mir in den letzten Tagen und Wochen immer wieder an verschiedenen Stellen Gedanken über die Bedeutung von Commons, also sowohl einer theoretisch geführten als auch einer praktischen Form, bei der sozusagen Ressourcen, Güter, aber auch immaterielle Güter wie Wissen nicht in Privateigentum sind, sondern kollektiv verwaltet werden, zu Commons werden und sozusagen Gemeinschaftseigentum sind. In der gegenwärtigen Corona-Krise denke ich, dass sich Praktiken beobachten lassen, die unter Umständen ganz gut mit dem Begriff von Commons, Versorgungskommons, Care Commons beschrieben werden können. Für mich geht es dabei auszuloten, welche Bedeutung und welche Reichweite diese Versorgungskommons gegenwärtig haben, auch insbesondere für die Frage von grundlegender Gesellschaftskritik. Also ganz konkret, inwiefern diese Praktiken, die sich aufzeigen, auch Möglichkeiten bieten für die Perspektive auf andere Krisen, die sehr viel länger bestehen, die sehr viel persistenter sind, genau, und inwiefern daran anschließend Potenziale für Gesellschaftskritik zu finden sind. Was ich hier machen möchte, sind Denkanstöße geben, Perspektiven aufzeigen, aber definitiv keine fertige Analyse bieten. Ich denke, das ist zu früh und ich glaube auch, dass ich das sozusagen gar nicht alleine hier leisten kann und auch nicht alleine leisten möchte. Ja, was lässt sich letztlich als Commons begreifen? Andere Begriffe dafür sind Gemeinschaftseigentum oder auch Allmende. Wie bereits gesagt, handelt es sich dabei um Güter, Ressourcen, materieller und immaterieller Form, die weder in Privateigentum noch in Staatseigentum sind, sondern sozusagen als weitere Möglichkeit in Form von Kollektiv- oder Gemeinschaftseigentum. Dabei ist der Ansatz, dass alle Zugang und die Nutzung dazu möglich sein muss und die Verwaltung dieser Commons in demokratischen Strukturen geschieht, also sozusagen sich alle auch aktiv daran einbringen können. Zwei Beispiele. Das eine wären Urban Gardening-Projekte beispielsweise, die sozusagen lokal verortet sind. Ein weiteres, was sozusagen eher global, weil digital funktionierend ist, ist die Open Source Software Linux. Genau. Straßen oder weitere öffentliche Infrastruktur würde ich gegenwärtig nicht als Commons bezeichnen, denn sie sind letztlich Kommunen-, Landes- oder Staatseigentum, könnten aber natürlich prinzipiell auch in Commons überführt werden. Ganz wichtig finde ich in der theoretischen Debatte, wie sie um Commons häufig geführt wird, ist der normative Anspruch, der damit impliziert wird, nämlich Lebensformen zu etablieren, die die Bedürfnisse aller befriedigen, ohne dabei den anderen zu schaden. Ich habe hier gegenwärtig oder werde hier drei Säulen in der Debatte vorstellen, die sozusagen unterschiedliche politische, aber auch theoretische Positionen einfangen. Die erste Säule ist die Perspektive von Eleanor Ostrom und den folgenden Personen, die in ihrer Denktradition sozusagen stehen. Sie hat in den 1980ern weltweit Praktiken sich angeschaut, die man als Commons bezeichnen könnte. Sie benennt das als Common Pool Resources. Genau, letztlich ist ihr Argument, dass es sich dabei um eine effiziente Regulationsform für Ressourcen handelt, die, würden sie marktwirtschaftlich oder staatsförmig verwaltet werden,
hohe Opportunitätskosten aufweisen würden. Also das heißt, dass sozusagen eine andere Verwaltung außer bei den lokalen Akteuren zu kostspielig sei. Beispielsweise bei Fischbeständen, die sozusagen für alle zugänglich sind und letztlich am besten sozusagen innerhalb derer, die auf diese Fischbestände zugreifen möchten, reguliert wird, sodass es nicht zur Überfischung kommt und letztlich alle davon leben können. Also letztlich versteht sie diese Form von Commons als Antwort auf Interessenkonflikte unterschiedlicher Akteure. Ganz wichtig bei ihren Überlegungen ist auch, dass der Zugang bei Falschnutzung verwehrt wird. Also sozusagen, wenn es Aneignungsversuche von einer Akteurin gibt, dann sozusagen funktionieren die anderen auch wieder insofern, als dass sie die Person dann ausschließen würden. Es ist halt auch in Teilen ein sehr schematisches Modell, was sie da bietet. Es ist keine Kritik an neoliberalen Markt- oder Staatsstrukturen. Vielmehr sieht sie diese Form der Common Pool Resources als weitere ergänzende Form. Genau, davon abzugrenzen ist eine Perspektive, die Commons nicht nur als materielle Dinge fasst, sondern Commons auch als eine soziale und als politische Praxis. Dort wird der Commons-Begriff erweitert, weg von den reinen Gütern hin zu einer Trias, bestehend aus den Commons, also materiellen und immateriellen Gütern, dem Commoning, also dem sozialen Prozess der Kollektivierung, des Aushandelns, des demokratischen Aushandelns, der Regeln von Nutzung und Zugang und der Community, die das letztlich sozusagen betreibt. Die Definition von dieser Community kann sehr unterschiedlich ausfallen, während das bei beispielsweise den Urban Gardening-Projekten eher lokale Personen sind, die sich zusammenschließen, ist das eben bei so Sachen wie Linux eher eine globale Community, die sich über das Internet vernetzt. Genau, die Idee oder das Potenzial wird darin gesehen, dass andere soziale Konfigurationen und Interaktionen etabliert werden können durch Commons, weil es eben eine starke Gebrauchswertorientierung gibt. Also sozusagen Dinge werden zu Commons, weil sie gebraucht werden und nicht, weil sie sozusagen rentabel sind für einen Markt. Ja, auch eine Veränderung von Eigentumsrechten weg von eben dem Privateigentum hin zu einem Kollektiveigentum. Und das wäre auch noch insbesondere ein sozialer Aspekt, ist die Idee der Aufhebung von Vereinzelung und Individualisierung, die durch einen kapitalistischen Markt vollzogen wird. Also im Sinne von, dass sich Menschen eben nicht nur durch Konsum und durch Warentausch verbinden, sondern eben durch die gemeinsame Nutzung, aber auch die gemeinsame Herstellung und Verwaltung von Commons. Genau. Und die Hoffnung, die damit auch assoziiert wird, ist, dass das ein Ausgangspunkt für grundlegende gesellschaftliche Transformationen ist, also weg von einer kapitalistisch geprägten Gesellschaft oder Globalstruktur hin zu solidarischen Ökonomien oder anderen Wirtschafts- und Sozialformen. Auch unter diese Säule würde ich insbesondere feministische Interventionen in die Debatte einbringen, die kritisiert haben, dass eben zu sehr auf diese materiellen Güter geschaut wird und immaterielle Formen von Commons erstmal übersehen würden. Genau, und dass sozusagen diese immateriellen Dinge auch berücksichtigt werden müssen, weil sie eben der Ausgangspunkt für die Herstellung materieller Commons ist. Also damit ist insbesondere die Care- und Hausarbeit gemeint, die Politarbeit, die ohnehin in kapitalistischen Strukturen abgewertet wird, ihr ein geringer Tauschwert zugeschrieben wird. Und in der Commons-Debatte sozusagen diese Abwertung fortgetragen wird, das ist und war die Kritik,
und vielmehr aber der Stellenwert dieser Form von Tätigkeiten gesehen werden muss, um überhaupt über andere Wirtschaftsformen auch nachdenken zu können. Meiner Ansicht nach ist gegenwärtig aber auch diese Care- und Hausarbeit eben kein Commons, weil sie meist in Kleinfamilien organisiert ist und das primäre Ziel dieser Tätigkeiten halt oft nicht die Bedürfnisbefriedigung im Sinne einer eigenständig und selbstbestimmten Form der Bedürfnisbefriedigung ist, sondern eigentlich eine, die dazu dient, die Arbeitskraft wiederherzustellen. Als dritte Säule wird häufig diskutiert, inwiefern Commons insbesondere in Krisenzeiten sichtbar werden, bestärkt werden. Also da gab es natürlich in den letzten 10 Jahren infolge der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise sehr viele Arbeiten zu, wie beispielsweise die Situation in Griechenland ist, aber auch schon in den 2000ern im Zuge der Finanzkrisen und Staatskrisen in Latein- und Südamerika gab es da einige Diskussionen zu. Also inwiefern eine Selbstermächtigung geschieht, wenn Mechanismen von Markt und Staat nicht mehr ausreichend greifen bzw. die Versorgung nicht mehr herstellen. Genau, ich möchte jetzt übergehen zu einer kurzen Einschätzung zur Corona-Krise bzw. meine Perspektive darauf. Also aus soziologischer Perspektive ist klar, dass wir sozusagen nicht nur mit einem biologischen oder medizinischen Phänomen zu tun haben, sondern ganz stark auch mit einem sozialen und dass dies eben keine medizinische Krise ist, sondern eine gesellschaftliche globale Krise in Form von ökonomischer, ökologischer, kultureller, politischer Krisen, die sozusagen sich eben ganz stark in prekären Situationen, in finanzieller Knappheit, in Existenzängsten beispielsweise von Kunstschaffenden zeigen, die aber zugleich eben auch durch sprachliche, rhetorische Formen als Krise überhaupt erst vermittelt werden können. Ich denke, dass diese Krise auch sozusagen schon viel längere prekäre Verhältnisse sichtbar macht, also sei es insbesondere im medizinischen Sektor. Das Fehlen von Pflegekräften ist sozusagen kein neues Phänomen, die prekäre Bezahlung dessen selbstverständlich auch nicht. Und jetzt wird das nochmal ganz anders sozusagen sichtbar. Was ich auch nochmal wichtig als Reflexionspunkt finde, ist, dass insbesondere als Corona vor allen Dingen in den asiatischen Raum, insbesondere nach China, gepackt wurde, sozusagen sehr stark mit Nationalismen gearbeitet wurde, also eigentlich sozusagen ein Vergleich des Gesundheitssystems von China und dessen in Europa gemacht wurde, mit der Idee, dass das Europäische ganz anders zu bewerten sei und aber auch mit gewissen Rassismen, also sei es irgendwie ächtenden Blicken gegenüber Menschen, denen man gewisse Ethnien zuschreibt. Nun hat sich das ja gewendet, wo sozusagen die Corona-Krise von einer Epidemie zu einer Pandemie wurde und auch staatliche Institutionen rufen zur Solidarität auf. Also eindrücklich fand ich, dass auch Angela Merkel diesen Begriff nutzt, um die sozusagen gegenwärtige Situation und eine Aufforderung zur gemeinschaftlichen Lösung oder Bewältigung dieser Krise zu führen. Dabei läuft sozusagen die Definition von Solidarität der Kanzlerin scheinbar an der Orientierungslinie von Staatszugehörigkeit oder zumindest Wohnsitz, weil sie einen Appell eigentlich ja nur zu einer Solidarität untereinander derer, die in Deutschland leben, ja, ausgerufen hat und gleichzeitig eben eine Absage an eine Solidarität beispielsweise mit den Menschen mit Fluchterfahrung in Moria in Griechenland artikuliert hat. Auch linke Strukturen, linke Gruppierungen versuchen einen aktiven Umgang mit der Krise zu finden,
Dabei steht natürlich auch im Fokus eine formulierte Kritik an beispielsweise dem Abbau des Gesundheitswesens, aber eben auch eine Aufforderung zu einer linken Definition von Solidarität, was auch gegenwärtig sich vollzieht, ist, dass der Aspekt von Gesundheit und Zugang zu medizinischer Versorgung nochmal anders als grundlegendes Interesse der allermeisten in den Fokus des Alltäglichen rückt. Und die Idee, dass sozusagen medizinischer Zugang einfach möglich ist und das Gesundsein sozusagen als Leistungsanforderung für alle Subjekte immer zugänglich sein soll, dass das sozusagen gebrochen wird, was ohnehin natürlich immer eine Illusion ist. Genau, und die Idee des beschützenden Staates, den sozusagen sicherlich ja, gewisse Teile der Mehrheitsbevölkerung haben, dass dieses Phantasma Risse und Irritationen bekommen hat. Ja, kommt während der Corona-Krise. Ich denke, eindrücklich sind Maßnahmen, die vollzogen würden, also sei es, dass Automobilfirmen plötzlich Beatmungsgeräte produzieren, Menschen sich selbst Atemschutzmasken bauen und sozusagen der produktive Betrieb von einer Rentabilität hin zu einer Notwendigkeit sozusagen umgestellt wurde. Also es eben nicht mehr darum geht, primär Mehrwert zu generieren, sondern sozusagen eine Gebrauchswertorientierung zu leisten. Aber sicherlich nur temporär erstmal. Dann gibt es ja ganz viele Initiativen, die versuchen, die Versorgung in der Corona-Zeit, insbesondere für Personen der Risikogruppe, zu ermöglichen. Also sei es irgendwie Solidarität statt Corona oder weitere Initiativen. Genau, und die Frage ist, inwiefern diese Initiativen eine Form von Commons herstellen. Weil es sich sozusagen um Initiativen und Ansätze handelt, die versuchen, diese Versorgungslücken, die entstanden sind, eben nicht durch staatliche Institutionen oder Marktinstitutionen zu lösen, sondern eben durch Eigeninitiativen, durch Zusammenschlüsse, die ja aus kleinen Gruppierungen herauskommen. Genau, insbesondere die Initiativen, die die Versorgung mit Lebensmitteln vollziehen können, als Care Commons beschrieben werden. Hier denke ich, ist insbesondere ja, der Punkt berührt, den die feministischen Perspektiven auf Commons gegeben haben, nämlich eben nicht nur auf die materiellen Güter zu schauen, also nicht nur auf die Lebensmittel, die, wenn sie gekauft werden und den Nachbarn vor die Tür gestellt werden, noch kein Commons sind, weil sie nicht in Commons-Form produziert wurden, sondern aber diese geteilte Praxis der Versorgung und dieses Teilen der notwendigen Arbeit, dass das sicherlich als Form von Commoning und als Form von Commons beschrieben werden können. Interessant finde ich dabei auch die Kombination aus digitalen Commons, also beispielsweise, dass digitale Infrastrukturen bereitgestellt werden, um eben die Hilfe und das Teilen der Arbeit zu organisieren und eben dieser Care Commons. Ja, und was ist nun die Reichweite oder die Bedeutung von diesem Care Commons? Also reichen sie über die Krise hinaus? Haben sie einen Nachhall oder sind es letztlich Ansätze und Ausgangspunkte für grundlegende gesellschaftliche Kritiken und Veränderungen? In den vorwiegend linken Debatten um Commons wird dieses Potenzial beschrieben und es wird davon ausgegangen, dass Commons eben diese Form von grundlegender Gesellschaftskritik und transformativen Potenzialen ermöglichen. Ich würde das gegenwärtig noch mal ein bisschen diskutieren wollen. Also ich denke, die Potenziale sind, dass gegenwärtig sichtbar wird, dass Formen der Vereinzelung durch
hegemonialkapitalistische Strukturen und die Idee einer Subjektivität, die aus einer individuellen Versorgung, einer scheinbar Unabhängigkeit von anderen hergestellt wird, dass die sozusagen gebrochen ist, dass diese Subjektivität so nicht mehr haltbar ist gegenwärtig, sondern wir eben andere Formen von ja, des Miteinanders sehen können. Dann eine Perspektive, die auch sicherlich wieder in den Fokus gerückt ist, ist die Wertschätzung und die Andersbewertung von Gesundheit und medizinischer Versorgung als eben Gemeingut und daraus vielleicht auch schon Ansätze einer Kritik, dass diese ja, grundlegenden Versorgungsformen eben nicht vermarktet und nicht ökonomisiert werden sollen, wie es in den letzten Jahrzehnten vollzogen wurde. Hier gibt es ja auch insbesondere jetzt wieder Forderungen nach Verstaatlichungen. Was wir auch sehen, ist eine Produktion, die an Bedürfnissen und an einem Gebrauchswert orientiert ist, also insbesondere wenn der medizinische Bedarf gegenwärtig hergestellt wird von Unternehmen, die eigentlich ganz andere Dinge produzieren. Die Frage, die sich auch stellt, ist, inwiefern hier neue oder andere Beziehungsweisen hergestellt werden, also das Füreinander-Dasein, das Aufeinander-Achten, das überhaupt erstmal die Bedürfnisse der anderen sehen zu können. Genau, also inwiefern diese Formen des Commonings, der geteilten Care-Arbeit auch eine Möglichkeit bieten, langfristig anders miteinander umzugehen. Ich denke, es gibt aber gegenwärtig genauso Barrieren. Einmal die Grenzen der Solidarität, die ja auch schon angeklungen sind, also insbesondere bei der staatlichen Anrufung zur Solidarität. Genau, also einmal zu sagen, inwiefern handelt es sich hier um eine temporäre Solidarität, die es vielleicht schafft, gegenwärtig aktiv zu sein, die dann aber sozusagen nach der Krise in noch stärkere neoliberale Strukturen mündet, die sozusagen auch durch eine ja, sich abzeichnende Austeritätspolitik dann sozusagen zu noch stärkerer Vereinzelung führt. Auch ist sozusagen debattenintern, also sozusagen in den Initiativen, diesen Versorgungskommen selbst, werden Barrieren sichtbar und auch diskutiert. Also beispielsweise wurde kritisiert, dass diese Debatten sehr akademisch geprägt sind, dass es viele Sprachbarrieren gibt und die Frage dessen, ob überhaupt alle daran partizipieren können, letztlich nicht befriedigend geklärt wurde. Ja, die Frage ist somit auch, gibt es Potenzial der Verstetigung der Care-Commons jenseits der Corona-Krise? Ich denke, was wichtig ist, ist, dass diese solidarischen Praktiken nicht am eigenen Gartenzaun oder in der eigenen Nachbarschaft enden, sondern zu dem führen, was man als grenzenlose Solidarität bezeichnen könnte. Das leitet sich letztlich immanent aus dem normativen Maßstab der Commons her, wenn man das nämlich ernst nimmt mit, dass das Ziel ist, Lebensformen zu finden, die die Bedürfnisse aller Menschen befriedigen, ohne dabei Schaden zuzufügen. Dies könnte ein Ansatzpunkt für Kritik sein, beispielsweise wenn man eine Dissonanz vernimmt zwischen dem eigenen Helfen und dem eigenen Hilfeempfangen und dem Verwehren der Hilfe für andere. Also ganz konkret beispielsweise, wenn es darum geht, Personen mit Fluchterfahrungen in Moria zu helfen und zu unterstützen und die Grenzen zu öffnen, dann kann es sein, dass gegenwärtig, wenn man diesen Maßstab ernst nimmt, diese Dissonanz gelöst werden muss und das kann in Form von Kritik geschehen. Ein weiteres Potenzial ist,
sozusagen das Problem der ökonomischen Produktion gegenwärtig. Sie hat nämlich meiner Meinung nach ein Legitimationsproblem, in dem Sinne, dass ihr eigentliches Ziel die Generierung von Mehrwert ist, sie aber gegenwärtig in Teilen zumindest eine Gebrauchswertorientierung hat und das letztlich unter kapitalistischen Verhältnissen dauerhaft nicht durchhaltbar ist. Also sozusagen, dass da auch Potenziale vielleicht für eine Veränderung bestehen. Genau, die Potenziale für die Commons-Debatte sehe ich darin, dass nochmal stärker Perspektiven auf Aspekte von Gesundheit und Versorgung als Commons gelegt werden können, die Bedeutung von immateriellen und Care-Commons als Grundlage für die Commons-Ökonomie, also sozusagen, dass hier auch nochmal die feministischen Kritiken bestärkt werden und sich auch nochmal ganz eindrücklich zeigt, welche die nach Fragen des Subjekts der Commons oder der Subjekte der Commons, also wer kann partizipieren, wer wird ausgeschlossen und wie dafür sozusagen auch Wege gefunden werden können, um das zu überwinden. Die Potenziale für die weitere Kritik ist einmal eben diese immanente Kritikform zu wählen und diesen normativen Maßstab der Commons anzulegen an die eigene Praxis. Und dadurch eben auch weitere Krisen oder Krisen, die eben mit dieser Corona-Krise zusammenhängen, sichtbar werden zu lassen. Und dort vielleicht auch einen im Milieu übergreifenden Austausch über diese Krisenwahrnehmungen zu ermöglichen.